Ja, willkommen zurück, meine lieben Sachlinge. Bevor wir im letzten Part diesen süßen Fuchs hier gefunden haben. Ja, ich muss leider gehen. Ja. Sind wir hier, haben wir am Anfang des letzten Parts mit Madwin gesprochen, unserem Mentor, und ja. Was meinte der nochmal? Ja, genau, irgendwie ist das er halt. Also er versucht jetzt halt auch dann diese Statuen, diese Steintafeln dazu studieren, damit er sie für uns übersetzen kann. Danach sind wir dann hier ins nach Liflas Hain gekommen. Lifla ist der Hirschgott, der hier lebt. Im dem großen Baum da hinten. Und ja, bei diesem großen Baum war ein Tor. Und das Tor öffnet sich nur, indem wir durch diese, wenn man es ja da sieht, diese grauen Steintafel mit dem orangenen Kreis, wenn man da durch diesen orangenen Kreis geflogen ist. Dann schlossen sich diese Steintafeln, dann schlossen sich diese Kreise. Und jetzt müsste theoretisch hier sicher was getan haben. Bei dem Baum. Ich fliege mal hin. Normalerweise ja. Also ganz kleine Inseln. Sieht, glaube ich, gut aus. Oh, es sieht gut aus, ja. Die Rehe rennen weg. Wir packen unsere Laterne aus. Okay, der rennt weg, warum auch immer. Okay, hier ist irgendein Vieh. Und davor ist der Mann weggeräumt, okay. Sieht auch sehr merkwürdig aus, diese Lichtgestalt, die da war. So, einmal speichern. Und dann ab in den Baum. Bist du das Deko-Baum? Ja. Gespeichert. Wo ich lasse die Laternen draußen. Das Herz des Waldes. Da geht's auch ganz schön tief runter. Kann ich schon weiter oben laufen? Mach mal so. Da ist irgendein Vieh. In diesem Nest da oben. Ah, okay, das ist der Hirsch. Ich dachte, was ist das denn? Sprechen. Bist du das, Kara? Nein.
Das kann nicht stimmen. Wer bist du? Ich muss mich befreien. Ich bin schwach. Es liegt am Gestein. Es ist nicht von dieser Welt. Der Riss. Tiefer in der Höhle. Schließe ihn. Okay. Der Hirschwald ist gefangen. Wir müssen ihm helfen. Wenn das ein Sprungrätsel ist? Oh Gott. Ja, ist ein Sprungrätsel. Schön. Und das mit Maus und Tastatur. Hinten noch was, bevor ich da jetzt drauf springe. Nee. Das ist sonst nichts weiter. Okay, ich warte auf das nächste, lieber. Ja, natürlich. Wieso bist du nicht gesprungen? Mann. Es dauert ein bisschen, bis ich mich befreit habe. Ich muss erstmal schauen, wie ich hier mich bewege. Das ist vorbei. Ja. Ganz schnell in die Mitte. Oh, da hätte ich rüber gemusst, glaube ich. Jetzt. Ja. Jetzt alles ganz doll heim. Schön. Oh. Boah, war das knapp. Okay. Muss auf den hier warten. Jetzt. Ah, Mist. Alles wieder von vorne. Sehr knapp immer. Jetzt aber. Bitte. Ach man. Oh, das war ein Pferd fast gewesen, ey. Natürlich.
zum Glück, ey. So. Lust mir das jetzt? Das kann aber noch nicht alles gewesen sein. Ich glaube nicht, dass alles gewesen ist. Wäre es ein zu kurzer Dungeon? Du hast es geschafft? Ich fühle mich schon viel besser. Ich danke dir. Ich fürchtete schon, schwinden zu müssen. Kurokos Schergen drang in mein Heim ein. Ihnen verlangte es nach der Magie dieses Ortes. Ich kämpfte, aber ich bin alleine und sie waren viele. Wenigstens gelang es mir, das wichtigste Geheimnis zu bewahren. Das ist es, wonach du suchst, nicht wahr? Hier nimm den Schlüssel. Es war meine Aufgabe, ihn zu beschützen. Und das habe ich auch getan. Ich danke dir, mein Kleines. Den Rest überlasse ich dir. Ich danke dir, mein Kleines. Ja. Ich glaube, ich muss dann jetzt nach Osten, oder? Fuchsi? Ist der Fuchs dann irgendwo? Na, mal schauen, was jetzt passiert. Natürlich sitzt er da. Wo muss ich hin, Fuchs? Ah, meine Freundin. Was führt einen Vogel gen Osten? Noch dazu, um Livla zu besuchen. Oh, also war der Schlüssel die ganze Zeit über bei ihm? Benutze ihn dort, wo er passt, weiter im Osten und ein wenig nördlich gelegen. Dort, wo auch ich wohne. Aber antworte mir dies. Warum führen die Tempel in die Tiefe? Wo doch die Menschen den Himmel nach Antworten absuchen. Die Antwort will mir schon seit Jahrhunderten nicht einfallen. Aber nun gut, Menschen sind eben etwas Besonderes. Ja. Menschen sind sehr komische Kreaturen. Fuchs. Ah ja. Gut. Wissen wir, wohin müssen? Ab nach Osten. Also nicht in die DDR Osten, sondern hier Osten. Könnte auch da sein. Also auf jeden Fall da oder da. Ich gucke erstmal nach da, ob da irgendwas ist. Also noch da. Hoch und fliegen. Bin ich richtig? Ja. Höher. Muss ich hier hin? Ruin von On. Halt. Halt! Was für Scheiße! Das war knapp. Füchse! Die haben alle dieses Muster.
Dieser Ort sollte nicht hier sein. Wurden die Lande vom Winde verweht? Wir müssen uns beeilen, wenn wir einen Unterschlupf finden wollen. Was? Ein Kranich. Okay. Mehr können wir nicht tun. Die Maschine ist ein Todesfall. Wir waren einfach zu gierig. Was? Okay. Ist das wieder was, wo ich zu früh umgekommen bin? Okay. Ich glaube, hier bin ich zu früh. Ich schau mal oben, was da oben ist. Von daher. Wo ist dann hier was mache? Da hinten ist diese Stadt. Okay. Ja, da werde ich auch hingeleitet. Okay. Muss halt immer dahin, wo dieser weiße Punkt ist. Sind ein paar Leute. Hoho. Punktlandung, ey. Hallo Hasis. Der Wachturm ist eingestürzt. Hilf mir, nach Überlebenden zu suchen. Ein anderes Mal vielleicht. Tschüss. Richtig? Ja, immer noch nicht. Da hinten ist es schön. Na, hier sieht's richtig aus. Wo ich das Symbol da angucke, guck ich mir oben nicht mal an. Lass mich los! Dieser Ort ist heilig! Und nicht einfach nur irgendeine Energiequelle, die sich ausbeuten lässt. Oh, okay. Also haben die Menschen das Mana der Götter benutzt, um Energie zu haben für irgendwelche Maschinen. Tempel öffnen! Okay. Tempel betreten.
Könnten wir machen. Oder ich mache den Tempel im nächsten Part. Ich glaube, ich bin so fies und mache den im nächsten Part. Kleiner Cliffhanger. Bis dann. Tschüss.